Hallo zusammen, herzlich willkommen im Mount Terrareb. Mein Name ist Günther Frank. Ich bin seit circa 20 Jahren hier bei Dallmayr, seit 20 spannenden Jahren. Kümmere mich mit meinem Team um den Bereich Produktdokumentation. Und manchmal, so wie heute, darf ich auch Produkte präsentieren. So, wenn wir uns die RDF 6800 ansehen und die mal aufmachen. Wie gesagt, machen Sie gerne mit. Ist ganz interessant. Wir haben hier ein bisschen mehr reingepackt, als normalerweise drin ist. Wenn wir sie aufmachen, sehen wir als erstes hier mal ein bisschen ein paar Dokumente, eine Bohrschablone auch. Und was ganz wichtig ist, in einem modularen Konzept brauche ich modulare Anleitungen. Das heißt, ich habe zu jedem Teil, das ich hier sehe, immer nur eine Anleitung im berühmten IKEA-Stil dabei, wo immer nur das beschrieben wird, was ich gerade brauche. Im Grundzustand ist die Kamera gedacht für den Einbau in der Decke. Habe ich auch die richtige Anleitung? Ja, habe ich. Also habe ich hier ein Faltblatt mit einer Anleitung zur Montage der Kamera in einer abgehängten Decke. Wenn ich sie dann kombiniere, wie es hier bereits bei Ihnen in der Schachtel ist, mit einem Aufputzadapter, habe ich beim Aufputzadapter dabei eine Anleitung für den Einbau im Aufputzadapter. Dann natürlich noch ein bisschen dabei Sicherheitshinweise, liest keiner, wissen wir, steht aber so im Produkthaftungsgesetz vorgeschrieben, also ist es mit dabei. Und immer ganz wichtig, wenn es ein gelber Zettel ist, ist es was, worauf man aufpassen sollte. Hier fordern uns der Zettel auf, die Seriennummer der Kamera aufzuschreiben, die hier im Gehäuse, am Gehäuse angebracht ist. Die brauche ich später für die Erstkonfiguration fürs Login. Legen wir das mal auf die Seite. Hier bei Ihnen mit dabei ein zusätzlicher Gehäusering. Wir haben einen schon auf der Kamera mit drauf. Und was Sie hier schon sehen, wir haben Eierschalenverpackungen. Man würde erwarten, wertige Kamera verpackt in einen großartigen Schaumblock. Wollen wir nicht machen. Wir wollen die Umwelt schonen und natürlich auch unseren Geldbeutel. Das ist also alles Eierschale, fallgetestet nach der entsprechenden ISO-Norm. Und wir kommen bis auf wenige Plastikfolien ohne Plastikabfall aus. Hier, was Sie hier sehen, die Kamera, hier der Grundzustand, bereits für Sie in einem Aufputzadapter mit einem zusätzlichen Gehäusering, komme ich später dann anhand des Beispiels auf Details dazu. Dann haben Sie hier noch verschiedene Montagezubehöre, da gehe ich jetzt aufgrund der knappen Zeit nicht extra drauf ein. Wir wenden uns lieber hier unserer vorgefertigten Kamera zu. Und ich möchte betonen, mit dem Domera-Kameramontagesystem haben wir versucht, alles von vorne bis hinten neu zu durchdenken und zu optimieren. Und deswegen bietet es sich an, mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen oder in die noch aktuelle Gegenwart. Und ich habe hier mal eine bewährte IR-Box-Kamera mitgebracht. Ich will die Kamera jetzt hier, das Gehäuse nicht schlecht machen. Das hat sich bewährt, hatten wir seit 10, 12 Jahren im Einsatz. Was wir hier sehen, ist konzipiert für den Einsatz im Außenbereich. Und was wir hier sehen, wir haben viele Kanten, viele Ecken, wie Herr Braun vorher schon angesprochen hat. Sehr, sehr beliebt bei Spinnen. Ich muss die Kamera oft reinigen. Könnte man besser machen, haben wir auch besser gemacht. Was ich auch noch mitgebracht habe, auch ein bewährtes Gehäuse, ein Dom-Aufputzgehäuse. Und wenn wir das ansehen, wie wir das montieren, ist nicht nur bei uns so, ist bei allen anderen Herstellern so, die konventionelle Gehäuse haben. Ich muss die Kamera beim Montieren aufmachen. So, und jetzt habe ich ein bisschen ein Problem. Ich muss auf die Umgebungsbedingungen achten. Es darf mir nicht zu feucht sein, es darf nicht zu staubig sein. Sonst kommt mir hier Feuchtigkeit ins Gehäuse, an die Elektronik. Wenn ich sie montiert habe, muss ich jetzt die Kamera manuell einstellen, hier per Hand. Und dann mockt ein Kollege unten am Laptop und sagt mir ein bisschen links, ein bisschen links, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach oben. Könnte man alles besser machen. Josua Braun hat es bereits vorgestellt, die Main Features der Kamera, eben die motorisierte Kardanik, die IR-Beleuchtung im Gehäusering und schließlich natürlich die AI-Objektklassifizierung für die Analytik. Das sind so die Main Features dieser Kameraserie. Was ich Ihnen hier noch zeigen will, ist ein bisschen ein paar Feinheiten, die über das übliche Mambo-Jumbo des Marketings hinausgehen. So, wie gesagt, ich habe hier mal eine Kamera vorbereitet, da sieht man das alles besser. Im Grundzustand
ist die Kamera, wie gesagt, optimiert für den Einbau in Decken. Und was wir hier sehen, das Gehäuse ist dicht. Ich muss an keiner Stelle der Montage, was wir später sehen werden, diese Kamera tatsächlich vor Ort aufmachen. Haben wir schon mal ein Problem gelöst. Die Version, die Sie bekommen haben, ist bereits, das würde man hier sehen, mit einem IR-Gehäusering ausgestattet. Hier haben wir unseren 360-Grad IR-Ring, 5 LEDs für Weißlicht, 5 für IR. Und der ist in Ihrer Kamera bereits verbaut. Gibt es auch als Retrofit-Kit. Ich kann also eine Kamera, die ich auf Lager habe, nachrüsten, indem ich hier einfach 3 Gehäuseschrauben aufmache, die Kuppel runternehme, setze den Gehäusering auf, mache das zu. Und wenn die Kamera bootet, erkennt sie sofort, dass sie jetzt eine IR- und Weißlichtbeleuchtung hat und bietet mir die entsprechenden Konfigurationsmenüs an. Mehr muss ich da nicht machen. Das ist die einzige Stelle, wo ich die Kamera tatsächlich aufmache, dieses gekapselte Gehäuse. Aber das mache ich natürlich in einer kontrollierten Umgebung in der Werkstatt und nicht am Montageort. So, wenn wir jetzt eine Kamera haben mit IR-Beleuchtung, haben wir in diesem System verschiedene Optionen für den Gehäusering, beispielsweise den Kunststoffgehäusering, der IR-durchlässig ist, zu 70%. Der ist im Lieferumfang immer enthalten, nicht nur in Ihrem Paket jetzt. Ist mein persönlicher Favorit, weil eine schöne glatte Oberfläche sieht schön aus. Den kann ich einfach auf die Kamera schrauben. Ist gedacht für den Einsatz im Innenbereich, geht auch im Außenbereich, wenn Sie die Kamera vielleicht nicht in Monsunregen hängen. Und wie gesagt, zu 70% IR-durchlässig, was mir in der Regel reicht, wenn ich jetzt nicht auf die Maximalreichweite von 30 Meter gehe, was ich im Innenbereich selten mache. Wenn ich ein bisschen mehr brauche und vielleicht auch für den ein bisschen härteren Einsatz im Außenbereich, haben wir hier einen Aluminium-Gehäusering, der Aussparungen für die IR- und Weißlicht-LEDs hat. Natürlich Transmission 100%. Und wenn ich ohne IR und Weißlicht arbeite, habe ich einen weißen oder einen schwarzen geschlossenen Gehäusering aus Aluminium. Ja, was wir hier noch sehen, was hier noch vorgestellt werden sollte, wir haben verschiedene Optionen für den Aufputzmontage, für die Wandmontage, da gehe ich später noch drauf ein. Nur kurz vorab, wenn wir uns hier vorstellen mit diesem Gehäusesystem, wir wollen mehrere Kameras auf Lager haben, um auf Kundenwünsche schnell zu reagieren. Dann haben wir hier die RDF-8000-Reihe, die RDF-5000-Reihe, die RDF-5000E-Serie und was wir hier noch haben, die RDF-6800-Fisheye-Kamera. Hier haben wir ein paar wertige Kameras, die wir uns quasi im Grundzustand auf Lager legen, statt 12, 15 konventionelle Kameras beziehungsweise Kameragehäuse, Kameras in konventionellen Gehäusen. Und dann haben wir hier verschiedene vergleichsweise kostengünstige Zubehörteile, mit denen ich bis zu 300 Kombinationen realisieren kann und damit 90% aller herkömmlichen Anforderungen abdecken kann. Und wie gesagt, statt 13, 14, 15 verschiedenen hochwertigen Kameras auf Lager, habe ich hier 5, 6 Kameras auf Lager. Und wir haben mal ausgerechnet, wir schätzen, dass man ungefähr die Lagerhaltungskosten um 40% reduzieren kann. Feine Sache. So, gehen wir ein bisschen mehr auf das Zubehörteil ein. Wir haben hier den Aufputzadapter, der ist normalerweise optional bei Ihnen, wie gesagt, enthalten. Und auch hier ist ein bisschen Knopfhoff drin. Wir haben hier bereits ein Montagekabel angebracht, das auch im Lieferumfang enthalten ist. Wir brauchen eine gewisse Länge. Wir haben das beigelegt, weil wir erfahren haben, dass in der Praxis die Kabel, die bauseits aus der Wand rauskommen, oft zu kurz sind. Kann man das hier verwenden? Man kann ein Patchkabel dann aber auch direkt anschließen mit diesem Füllensystem, feuchtigkeitsdicht und staubdicht abgekapselt. Wohin dann mit dem Kabel? Bei herkömmlichen Kameras wird oft gesagt, ja, stopf's halt irgendwie rein. Nein, wir haben hier an der Innenseite eine Kabelführung integriert. Da kann man dieses Kabel schön aufgeräumt einklemmen und es klemmt sich nicht mehr im Gehäuse oder irgendwo fest. Zeige ich Ihnen nachher noch. Kommen wir vielleicht hier interessant auch zu unserem sogenannten
multifunktionalen Wall Bracket. Multifunktional deswegen, weil ich damit die Kamera in vielen verschiedenen Optionen montieren kann. Was wir hier zunächst sehen, wir haben eine Bodenplatte, die von dem eigentlichen Halter abgetrennt ist. Diese Bodenplatte kann ich horizontal verwenden oder auch vertikal, je nachdem, wie das gerade gebraucht wird oder nach persönlichem Geschmack. Und auch diese Platte hat schon ein bisschen Knopfhoff. Was wir hier sehen, wir wollen eine Montage, die ansprechend ist. Wir wollen eine innenliegende Kabelführung haben. Wir wollen keine Montageschrauben sehen. Das soll alles ein schönes Gesamtbild haben. Und deswegen hier auch diese zwei Plastikverpackungen. Wenn man hier weiß, wo man hinklickt, kann man die aufmachen. Ah ja, das ist jetzt meine Nahaufnahme. Dann dreht man die auf die Seite und hier kann man jetzt schön diesen Wandhalter mit der Bodenplatte an die Wand montieren. Danach mache ich meine Klappe wieder zu und sehe keine Montageschrauben und keine Kabel mehr, weil die Kabel laufen hier innen drin. Und das ist so ein Knopfhoff. Wenn man oben auf der Leiter steht, ist es immer, Sie haben gesehen, das bleibt dran, es ist verlustsicher angebracht, wie auch beispielsweise die Schrauben, mit denen ich dann den Halter arretiere, alles verlustsicher angebracht. Während der gesamten Montage oben auf der Leiter habe ich nicht das Problem, dass mir irgendwas runterfallen könnte. So, diese Bodenplatte ist auch deswegen multifunktional, weil sie bereits, wie Sie hier an der Aussparung sehen, schon eine Montage an einen Masten erlaubt, mit hier einem Edelstahl-Spanngurt drüber, aber wie gesagt auch direkt auf der Wand. Ein weiterer schöner Aspekt ist, Sie haben gesehen, wir haben die großen Panomera-Systeme. Da haben wir auch ein modulares Montagekonzept, das wir Mountera nennen. Und dieser Wandhalter ist kompatibel beispielsweise mit dem Wendelproof Pole Bracket aus dem Mountera-System. Ja? Ich schraube den hier einfach drauf. Gut, ich muss jetzt das Plastik wegmachen, draufgeschraubt. Passt wunderbar rein. Jetzt könnte man überlegen, ja, warum brauche ich jetzt diesen Pole-Adapter, mit dem ich auch natürlich an der Wand montieren kann. Ich kann den hier doch sowieso direkt an den Masten oder an den Wand montieren. Aber bei Mountera ist das alles ein bisschen stabiler, ist optimiert, ein bisschen schwerer für den Außenbereich. Und was wir hier an diesem Pole-Adapter sehen, wir haben unten eine M25-Verschraubung, beziehungsweise zwei. Da kann ich jetzt sehr vandalismussichere Montageoptionen realisieren, indem ich hier Kabel durch Leerrohre einführe. Nette Sache. Passt dann auch, wir werden das nachher vielleicht mal in einem kurzen Bild sehen, nach diesem gleichen Prinzip auf die sogenannte Mountera-Box. Das ist die Dallmayr-Anschlussbox. Kann ich dann verwenden, beispielsweise vor Ort ein Netzteil zu integrieren, einen Medienwandler und so weiter, da ist alles möglich und wir bieten auch eine Version an, die bereits in der Box ein Aufzeichnungssystem hat. Da kann ich also Szenarien mit On-the-Edge-Aufzeichnung realisieren. Ja, so viel mal zu den verschiedenen Komponenten. Es gibt im Sortiment natürlich noch ein bisschen mehr Adapter und Anbauteile, beispielsweise einen Adapter für die Eckmontage und so weiter und so fort. Will ich jetzt alles gar nicht zeigen, dafür haben wir die Zeit nicht. Sehen wir uns lieber mal die Montage vor Ort an. Und dazu gehe ich hier mal kurz rum. Der Kollege Stefan folgt mir. Ich habe hier am Mast mal vorbereitet diesen Mountera Wendelproof Pole Adapter, habe bereits die Bodenplatte des Wandhalters aufgeschraubt. Und wenn ich den jetzt hier nehme, kann ich den ganz einfach mit einer Hand einklicken, einrasten lassen und dann arretieren. Und zum Arretieren nehme ich hier mein chirurgisches Präzisionsinstrument, ist natürlich auch im Lieferumfang enthalten und das ist das einzige Werkzeug, das ich für die komplette Montage der Kamera brauche. Ich habe Ihnen bereits die zwei verlustsicheren Schrauben gezeigt, die müssen wir jetzt mal kurz fixieren, damit der Halter stabil auf der Bodenplatte ist. Dauert einen kleinen Moment. So, fertig. Der hängt jetzt stabil ran. Ich nehme meine Kamera, die habe ich ja auch schon mal vorgefertigt.
Das Anschlusskabel ist bereits montiert. Wie gesagt, hier könnte man auch ein bauseitiges RJ45-Kabel direkt mit dieser Tülle. Sie haben übrigens in Ihrem Paket auch ein Tüllenset drin, falls Sie das mal ausprobieren wollen. Und dann hänge ich die Kamera zuerst einmal in Sicherungsseil ein. Das sieht klein aus, dieses Sicherungsseil, reicht allerdings vollkommen, ist in jedem Halter enthalten. Ein bisschen fummelig manchmal mit meinen Wurstfingern. So, dann habe ich die Kamera eingehängt, die hängt jetzt sicher drin. Ich kann anschließen, was ich hier mal simuliere. So, und im nächsten Schritt, wie gesagt, wir brauchen hier ein bisschen Kabel, um hier vernünftig arbeiten zu können. Das wollen wir jetzt aufräumen, indem wir es einfädeln in diese Kabelführung, die innen integriert ist. Das dauert jetzt auch einen kleinen Moment. Zu viel kann man nicht vorbereiten. Der Stefan versucht, das hier so ein bisschen zu filmen. Das ist eine komische Perspektive für die Kamera. So, das Kabel ist verräumt, die Kamera hängt in der richtigen Montageposition. Und was hier jetzt noch zum Tragen kommt, ist das Montagesystem, das es alles recht einfach macht. Ich hüpfe jetzt mal kurz aus dem Bild, bin gleich wieder da. So, und schon ist er wieder da. Wir haben hier in den Gehäusen drin, das ist auch beim Wandarm so, zwei Führungsschienen, oben und unten. Und diese führe ich die Kamera ein. Drehe sie kurz, dann ist sie schon mal arretiert und ich habe wieder beide Hände für die weiteren Montageschritte frei. Also einfach ansetzen, rein, 10 Grad nach rechts drehen und dann hängt die Kamera schon mal sicher drin. Ja, jetzt könnte ich einen Kaffee trinken gehen oder sie auch gleich verschrauben mit zwei Schrauben, die hier an der Seite sind. Das dauert jetzt auch ein bisschen einen Moment, da fahren diese Öhrchen aus oder die Krallen, mit denen ich die Kamera auch in der abgehängten Decke montiere. So, einmal fest. Und zack, zack, zack. Gleich haben wir es. Zweimal fest. Sehr schön. Dann nehme ich meinen Lieblingsring. Den drehe ich auf, die anderen Ringe würde ich hier verschrauben. Ich habe hier eine kleine Markierung an der Seite, die Kamera hat auch eine Markierung, die bringe ich überein. So, rauf, einmal 20 Grad gedreht, bis es leicht Klick macht, dann rastet dieser Ring ein. Das hört man jetzt wahrscheinlich schlecht, vor Ort hört man ein deutliches Klicken und dann bin ich fertig. Die Kamera ist montiert, ich muss jetzt nur noch meinen PoE-Switch starten. Kann schon von der Leiter runter, logge mich mit meinem Laptop im gleichen Netzwerk auf die Kamera ein mit dem Standardpasswort Seriennummer und kann die Kamera instantly konfigurieren. Und so wie wir sie hier sehen, wir sehen, das ist der perfekte Ersatz für die angesprochene IR-Box-Kamera. Wir haben runde Flächen, wir haben abgeschrägte Kanten, wenn hier Laub draufkommt, wenn das schmutzig wird, ein Regenguss und das ist alles weg. Alles ist abgerundet, alles ist verschlossen, keine offenen Kabel. Ideal geeignet, wenn man nicht will, dass hier Spinnen sich breit machen. Das ist äußerst unbeliebt. Und was noch dazu kommt, nicht nur dieses Modell, sondern das ganze Domera-System hat auch letztes Jahr den Red Dot Award gewonnen, den Designpreis und funktioniert natürlich auch mit Milestone. So. Ich hüpfe von meiner Leiter runter und wir machen hier mal einen Schwenk durch das Mountera Lab und ich zeige dann ein bisschen was zur Konfiguration. Was wir hier jetzt mal so ein bisschen rechts sehen, da haben wir uns mit verschiedenen Montageoptionen ausgetobt und wir werden uns gleich auf eine dieser Kameras einloggen und mal ganz, ganz kurz auf die Konfiguration eingehen, damit Sie das an der richtigen Konfigurationsoberfläche sehen. So, wir sehen schon das Bild dieser RDF 6800, die da oben hängt. Und was wir auch schon sehen im Bild, Person, Person. Die Kamera hat die AI-Objektklassifizierung aktiviert und erkennt uns sofort als Personen, auch den Stefan hier neben mir. Blendet hier beispielsweise schon die Tracking-Dauer ein und man könnte hier noch mehr Daten einblenden, wir haben es der Übersichtlichkeit halber nicht getan.
So, jetzt würden wir uns mal kurz auf die Kamera einloggen. Wir geben einfach die Standard IP-Adresse ein und würden hier bei der Inbetriebnahme, das haben wir jetzt natürlich schon gemacht, die Seriennummer als Passwort eingeben. Konfiguration ist ziemlich langweilig zu zeigen, deswegen will ich mich auf hier ein paar Sachen konzentrieren. Hier haben wir beispielsweise die angesprochene Objektivsteuerung. Ich könnte die Kamera umstellen vom Wide-Modus. Ja, da sind die Heinzelmännchen am Werk, wie man sieht. Danke, Stefan. Ich könnte hier auch die Kamera drehen, quasi den Sensor drehen, in den Korridor-Modus schalten. Geht alles mit einem Mausklick mit dieser Kardanik. Wir erkennen automatisch die Montageposition. Also hier in diesem Fall ist die Kamera horizontal montiert. Wenn sie vertikal montiert wäre an der Wand, würde man das auch leicht kennen. Und dann würde sich die Steuerung automatisch umschalten. Ich zeige das hier mal. In der neuesten Version können wir dieses Objektiv hier mit Klick auf Schaltflächen direkt im Bild steuern. Wir fahren hier mal 10 Grad beispielsweise nach links, 10 Grad nach rechts. Und egal, ob die Kamera an der Wand oder an der Decke montiert ist, links ist immer links, rechts ist immer rechts. Ganz intuitiv. Die Step Size, die Schrittweite, kann ich hier auch verstellen. Ich habe jetzt hier mal 10 Grad gezeigt, damit man was sieht. Wir könnten runtergehen, beispielsweise auf 0,2 oder 0,5 Grad. Dann sieht man allerdings leider in der Vorführung nichts. Aber man kann es ganz, ganz, ganz genau einstellen. Auch ein neues, schönes Feature, das ich hier noch kurz zeigen will. Wir können hier noch automatisch fokussieren und so weiter und so fort. Ich kann hier die Funktion Draw and Drive nutzen. Das heißt, ich kriege hier ein Feld eingeblendet. Die Abmessung, die Ratio ist mir abhängig von dem Wide- oder Korridor-Modus. Und ich kann jetzt einen Bereich markieren, der mich ganz besonders interessiert, den für mich relevanten Bereich, kann den vergrößern und verkleinern und so ganz genau den relevanten Bildausschnitt festlegen und dann automatisch anfahren. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Ups, nee, ich habe es falsch gemacht. Ich muss auf Apply gehen. So, die Kamera bzw. das Objektiv fährt jetzt automatisch genau das ausgewählte Sichtfeld an. Und wie man sieht, fokussiert sich hier automatisch nach. So viel dazu. Kommen wir kurz zur AI-Analytik auf Basis von Objektklassifizierung. Wir haben im Standard die Essential Apps auf der Kamera kostenfrei mit integriert. Das ist jetzt Intrusion Detection, also Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Objekten, die sich in irgendein Bereich bewegen, den ich definiert habe. Wir haben sogenanntes Line Crossing, also eine virtuelle Linie. Ich bekomme eine Meldung, wenn ein Objekt, das ich mir auswählen kann, diese Linie überschreitet. Diese beiden Anwendungen haben wir hier vorbereitet. Die zeigen wir nachher gleich live. Wir haben die sogenannte Loitering App, wo ich einen Bereich definiere und eine Meldung ausgebe, wenn eine Person beispielsweise sich da längere Zeit unbefugt aufhält. Ganz neu ab der aktuellen Softwareversion Personen- und Fahrzeugzählung. Sehr schöne Apps, mit denen man viele, viele Anwendungen abdecken kann. Beispielsweise könnte man einen Bereich markieren, ganz schlicht und einfach, und hier festlegen, in diesem Bereich sind beispielsweise 3, 4 Personen zulässig. Und wenn hier 5, 6 Personen oder mehr in diesem Bereich sind, habe ich eine Warteschlange und dann gebe ich eine Meldung aus. Gut, kurz mal angeteasert, es gibt eine Ereignisverwaltung, in der ich verschiedene Aktionen auslösen kann, die wir jetzt hier mal live zeigen wollen. Wir haben hier zwischen diesen beiden Panomera-Systemen eine Crossline gezogen. Wenn ich hier drüber gehe, dann soll was passieren. Was passiert, habe ich in der Ereignisverwaltung definiert. Wir gucken uns das mal an kurz. Jawohl, hat ausgelöst. Wir haben die Kamera so eingestellt, dass da oben
das Weißlicht in der Kamera als Blinken anfängt, wenn eine Person hier drüber geht. Warum macht man das in einer dunklen Situation oder wenn man sieht hier auch im Hellen, ist es gut zu erkennen. Das macht man jetzt nicht, um mehr im Dunkeln Zeitung zu lesen, sondern wenn man sich vorstellt, ein Bösewicht schleicht hier irgendwo im Dunkeln ums Haus, dann ist der natürlich ein bisschen gebückt. Die Kamera leuchtet von oben hin, sieht die Stirn oder mein schütteres Haupthaar. Wenn man die Kamera jetzt blinken lässt, so wie hier, 90% der Personen, die dieses Blinken irgendwo sehen, die gucken automatisch hin. Darauf ist das menschliche Auge, das menschliche Hirn trainiert. Und was ich dann habe, wenn der Bösewicht hochguckt, ich habe sofort eine Porträtaufnahme. Im Zweifel im ganz Dunkeln auch mit der IR-Beleuchtung. Was wir ja auch noch sehen, die grüne Lampe geht an. Ich habe in der Ereignisverwaltung der Kamera zwei Aktionen kombiniert. Ich kann hier sehr, sehr viele Aktionen kombinieren. Und ganz interessant ist hier die grüne Lampe, kennen Sie vielleicht, habe ich auch bei mir zu Hause, seine Philips Hue. Die Kamera beherrscht das MQTT-Protokoll. Und mit dem MQTT-Protokoll kann ich über das Netzwerk nahezu jedes IoT-Device ansprechen und steuern. In diesem Fall jetzt, ich mache es nochmal, damit es schön grün ist, in diesem Fall jetzt eben diese Philips Hue-Lampe. Ich könnte aber auch vielleicht eine Schranke steuern, eine Tür auf- oder zumachen, eine Sirene auslösen und so weiter und so fort. Die Anwendungen sind vielfältig. Und ich kann hier auch eine gewisse Logik abbilden in diesem Ereignishändler. Also ich kann jetzt sagen, ja, Schranke geht hoch, Licht geht an, aber bitte Licht nur dann anmachen, wenn es gerade Nacht ist. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. In diesem Bereich haben wir eine Intrusion-Zone definiert. Und wenn da was reingeht, ein unberechtigtes Objekt geht in diese Zone, dann will ich eine Warnmeldung haben. Simuliere ich das hier mal mit dem Stuhl. Und wir sehen, es passiert nichts. Klar, bei uns interessiert es ja nicht, ob jetzt hier in meine Zone ein Pappkarton vom Wind reingeweht wird, eine Plastiktüte oder ob jemand einen Stuhl reinschmeißt. Ich will eine Meldung bekommen, wenn eine Person reingeht. Und wenn ich hier reingehe und auch wenn ich mich sofort hinsetze, merkt die Kamera das. Und in diesem Fall gibt sie ein Audiosignal aus. So, jetzt ist ein Audiosignal, das direkt auf der Kamera gespeichert ist. Da sind ein paar vordefiniert. Die Kamera lässt es allerdings auch zu, dass sie beliebige Ansagen als MP3 draufschieben und dann eben ereignisgesteuert auslösen. In diesem Fall ist der Lautsprecher im Wallbracket bereits integriert und den kann ich direkt nutzen. Und im Gegensatz zum Standard, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, ist das Wallbracket, das Sie bekommen haben, direkt mit dem Lautsprecher ausgestattet. Da hängt ein kleines Kabel raus. Einfach an die Kamera ranstöpseln und dann kann man das instantly ausprobieren. Das war jetzt nur mal so kurz die AI-Analytik angerissen. Die gibt es natürlich nicht nur bei der Kamera, sondern auch bei unseren Panomera-Systemen. Da möchte ich jetzt nur mal ein bisschen kurz was zeigen. Die Panomera-Systeme, das Panomera-Multifokalsensorsystem, da kann man auch stundenlang drüber erzählen. Ich hoffe und ich denke, wir werden vielleicht irgendwann mal Gelegenheit haben, dass wir das nachholen. Da müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Hier will ich jetzt nur mal kurz dieses Montagekonzept zeigen, was wir hier auf der rechten Seite sehen. Das ist eine Panomera W8. 360-Grad-Aufnahme mit einer Auflösung von 250 Pixel pro Meter bis zu einem Bereich von 17 Meter. Das ist eine gewaltige Fläche. Auf der linken Seite sehen wir eine Panomera S8. Die ist gedacht für die Erfassung weitester Flächen, wie wir bereits gesehen haben. Und auch hier, es gibt unglaublich viel zu erzählen. Können wir vielleicht mal machen. Was wir hier sehen, sind noch ein paar Montageoptionen. Hier zum Beispiel auch, wenn man mal zwei auf einmal bräuchte, in Kombination mit dem sogenannten Mountera Stack, kann man dann auch, wie man hier auf der linken Seite sehen würde, in Kombination mit W8 und S8 nutzen. Was wir hier noch montiert haben, ist eine ganz, ganz tolle Sache, wie ich finde. Ich aktiviere das mal kurz und der Stefan schwenkt mal hier rum. Wir haben hier eine Panomera
mit einem sogenannten Privacy Shield. Das ist also eine Rollo, das netzwerkgesteuert vor die Linsen fährt, ist gedacht und äußerst vorteilhaft, wenn man die Panomera in einer öffentlichen Umgebung einsetzt. Beispielsweise in einer Umgebung, in einer Innenstadt, wo öfter mal angemeldete Demonstrationen sind. Bei uns in Deutschland ist toll, darf man demonstrieren, aber im Gesetz steht auch, dass Demonstranten während der Demo einen Anspruch darauf haben, dass Videoüberwachung sichtbar nach außen deaktiviert ist. Und das kann man hier mit diesem Rollo schlicht und einfach aus einer Leitzentrale per Mausklick erreichen. Man muss also nicht mehr wie früher die Straße absperren, mit einem Steiger hinfahren und irgendwo einen Sack während der Demo über die Kamera hängen. Tolle Sache. Weiß nicht, ob der Stefan noch mal will. Ich kann es auch wieder hochfahren. Aber mit diesem Ausblick komme ich so ein bisschen zum Ende meines Parts. Wie gesagt, wir sehen uns nachher im Question and Answer. Was ich allerdings nicht vergessen will, ist, das Montera Privacy Shield gibt es auch für den Heimgebrauch. Das ist in Ihrem Goodie Bag enthalten, können Sie mit Ihrem Laptop nutzen, um die Kamera abzudunkeln, wenn Sie das möchten. Und damit komme ich jetzt wirklich zum Ende. Freue mich auf die rote Schachtel, die ich jetzt dann gleich mitnehme, und wir sehen uns dann gleich im Question and Answer. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und war nicht zu ruckelig. Und sag bis gleich. Tschüss.